unser Wasser. Alltäglich, faszinierend, selbstverständlich, erfrischend und lebensnotwendig. Meistens ist es uns gar nicht bewusst, wie viel Wasser wir jeden Tag verwenden und benutzen. Die jährliche Abwassermenge in unserer Region würde ausreichen, um unser Kremstal fingerdick zu bedecken. Deswegen wurde unser Abwasserverband gegründet. Ja, unser Verbandgebiet heute umfasst 8 Gemeinden, beginnend im Süden mit Klaus Steierling, über Micheldorf, Kirchdorf, Inzersdorf, Schlierbach, Oberschlierbach, Nussbach und Wartberg an der Krems. Wir haben insgesamt eine Gesamtlänge Ortskanäle und Verbandskanäle von 288 Kilometer, wobei 54 Kilometer die Verbandskanäle ausmachen. Damit das Ganze bearbeitet und funktioniert, sind 6 Mitarbeiter beim Rheinhalbverband Oberskremstal im Dienste. Wir entsorgen insgesamt für über 18.000 Einwohner unserer Region die häuslichen und betrieblichen Abwässer, wobei ein Anschlusswert von 38% gegeben ist. Also insgesamt wohnen 21.000 Bewohner in unserem Gemeindeverbandsgebiet. Im Jahre des Herrn 1985 wurde mit dem Bau der Anlage begonnen. Die reinen Baukosten für das Betriebsgelände und die technischen Anlagen beliefen sich auf über 16 Millionen Euro. Die Errichtung der Hauptkanalanlagen kostete bisher beinahe 18 Millionen und wird noch weiter fortgesetzt. Am 16. Juni 1989 wurde die Betriebsanlage fertiggestellt und feierlich eröffnet. Als vollbiologische Kläranlage wird das Schmutzwasser im ersten Schritt von allen festen Verunreinigungen gesäubert. Das geschieht mit einer Schmutzrechenanlage, mit einem Vorklärbecken und einer Sandfanganlage. Hier gibt es auch immer wieder Probleme mit den achtlos in den Kanal entsorgten Sachen. Slip-Einlagen, Kunststoffe und sogar Windeln sind hier als zähe Gegner der Maschinen zu erkennen. Strumpfhosen sind nahezu unzerreißbar und Katzenstreu wird hart wie Beton. Im zweiten Schritt wird das Schmutzwasser mit all seinen gelösten organischen Verbindungen in die Belebungsbecken geleitet. Hier werden große Mengen Luft fein verteilt eingeblasen, um die Bakterien und Geißelkirchen mit Sauerstoff zu versorgen. Dabei ist die genaue Menge des Lufteintrages immer zu beachten, um ein optimales Verhältnis an Nährstoff und Sauerstoff für die Biologie zu erhalten. Diese hier für uns so nützlichen Viecherln fressen die gelösten organischen Stoffe wie Kohlenwasserstoffverbindungen. Dabei produzieren sie festere organische Verbindungen, die sich im Wasser als Schlamm absetzen können. Und das geschieht im dritten Schritt, wo im Nachklärbecken das gereinigte Wasser weiterfließen darf und der Schlamm sich setzen kann. Die Becken sind deshalb so groß, um die Fließgeschwindigkeit so sehr zu verlangsamen, dass alle nun gebundenen Stoffe zu Boden sinken und von dort mit Schlammpumpen in die Faultürme gelangen. Eine Besonderheit unserer Kläranlage ist die Schlammbehandlung. Hier wird nicht nur der faulende Klärschlamm zur Energiegewinnung genutzt, sondern auch als ein kontrolliertes Endprodukt zu einem umweltverträglichen Erd- und Kompostsubstrat umgewandelt, das wieder in der Landwirtschaft ausgebracht und verwendet werden kann. Dies ist eine der modernsten Anlagen für Klärschlammentsorgung weltweit. In der Schaltzentrale kann der Hauptkanal und alle Maschinen überwacht werden und den Bedürfnissen des Betriebes angepasst. Auch laufen hier die Messergebnisse zusammen und die Vorgänge werden protokollisiert. Sogar aus welchen Bereichen des Kanalnetzes Belastungen eintreten, ist hier nachvollziehbar.
die Abwassermenge einer Person pro Tag, das sind ca. 130 Liter. Der jährliche Aufwand der Betriebskosten liegt bei ca. 700.000 Euro, vor allem für technische Wartung und Personal. Der große Energieaufwand für den Betrieb kann dafür durch unsere Kraft-Wärme-Kupplung zu 100% aus der eigenen Anlage abgedeckt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben liegt in der Überwachung der chemischen und biologischen Zusammensetzung der Abwässer, um ein optimales Resultat der Reinigung zu sichern, da sich die Zusammensetzung und die anfallenden Mengen stündlich ändern können. Besonders die Pausen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft sind im Kanalnetz stark zu spüren. Mehrfach werden Proben genommen und untersucht, um die automatischen Kontrollen abzusichern, um gutes und gereinigtes Wasser in die Krems zu entlassen. Schließlich wollen wir unsere Bäche und Flüsse auch für die nachfolgenden Generationen lebenswert erhalten. Durch gute Zusammenarbeit der Gemeinden in Oberen Kremstal, auch über Parteigrenzen hinweg, ist es uns gelungen, ein modernes, wichtiges und vor allem nachhaltiges Projekt für unsere Region ins Leben zu rufen und zu erhalten. Zum Wohle unserer Kinder und unserer Gemeinden. Danke.